Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Es ist gerade ein bisschen dunkel geworden schon. Ich habe außerdem in der letzten Folge vergessen, das Menü aufzumachen oder zu beenden. Ich bin kurz ein bisschen noch stehen geblieben. Ich lege mich mal ganz schnell schlafen direkt, damit wir hier keine Monster haben. Und jetzt kam mir über Nacht mehr oder weniger der Gedanke, habe ich das hier eigentlich richtig gebaut? Ich muss mal ganz kurz mal nach oben. Weil ich habe gesagt, ich habe in meiner Hardcore-Welt ja auch so eine Monsterfalle gebaut. Allerdings war es da aber so, da habe ich aber praktisch hier nur lange Balken, glaube ich, gehabt und nicht diese Mittelkanäle. Ich glaube, ich habe nur diese zwei Kanäle hier. Die Ebenen waren schmäler, also nur vier oder so breit. Oder hatte ich es doch so? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Weil der Nachteil ist natürlich hier, wenn Monster spawnen. Ich meine, die haben genug Platz zum Spawnen. Aber, die rennen halt wahrscheinlich hier viel rum. Und ob, wie oft die dann hier runterfallen, ist halt die Frage. Ich meine, ich habe schon gesagt, die Falle wird nicht die effizienteste sein. Ich werde hier nicht mit Redstone irgendwie und so weiter arbeiten. Zumindest war das der Plan. Ich meine, jetzt wird es eh nicht mehr funktionieren, weil das müsste man komplett umgestalten dann. Muss mal kurz was überlegen und testen, ob ich das vielleicht doch nochmal umgestalte. Aber mit Redstone wollte ich halt nicht arbeiten, weil das schaut halt dann so blöd aus, weil außen so viel Zeug rumhängt dann. Weil ich eigentlich testen wollte, wie genau weit fließt denn ein so ein Eimer, so gesehen. Ja, man kann es halt eben so machen, dass praktisch hier der Wasserblock rausgeschüttet wird und dass dann genau die Ebene nur bis zu diesen Kanten geht, die jetzt hier von dem Wasserblock sind. Und das ist dann recht effizient im Monsterfall. Zumindest war es das früher mal. Vor vielen, vielen Minecraft-Versionen habe ich das mal so nachgebaut auf irgendeiner Welt. Aber ob es das immer noch ist, weiß ich nicht. Wir laufen aber mit dem Konzept jetzt hier und versuchen es mal so. Und vielleicht muss man dann irgendwann mal was nachkorrigieren oder sowas. Dass zum Beispiel von oben dann mit Redstone ab und zu mal Wasser ausgelöst wird, dass dann zumindest hier so, warte, Moment. Dass er dann hier so an der Kante Wasser draufkommt, was dann zumindest mal die halbe Ebene hier so ein bisschen wegspült. Und mal alles zumindest hier rüberbringt an Monstern. Aber es ist natürlich schwer, das auf mehrere Ebenen so zu bauen, dass das auch funktioniert. Aber naja, muss man sehen, muss man gucken, ob das überhaupt funktionieren kann. Naja, nur so Gedanken. Wir bauen das Ding auf jeden Fall erstmal so weiter, würde ich sagen. Was ich aber gerne mal schon zwischendurch anfangen würde, wenn ich jetzt nicht immer nur Steine farmen und wieder Wände und Steine und Wände und so weiter machen möchte, dass wir zumindest mal irgendwie die ersten Gebäude reinsetzen. Dass das vielleicht irgendwie funktioniert, also dass wir schon die ersten NPCs so reinbekommen. Ich schmeiß mal doch wieder einige Sachen, obwohl macht überhaupt Sinn. Ne, die Eimer können wir hier lassen. Ach ne, Leinen haben wir auch hier. Na komm, dann werfen wir kurz ein paar Sachen da einfach rein, die wir gerade eben nicht so brauchen. Jetzt müssen wir ein bisschen Platz im Inventar haben. Okay, wie gestalten wir die Häuser? Würde sich auch wieder mit dunklem Holz anbieten. Ich glaube, diesen Außenbereich mit dieser Wand, die ich eigentlich vorhatte, die werde ich so nicht machen. Ich werde es dann so machen, dass wir eben hier diese Türme an den Seiten haben und dann eine schöne dicke Mauer außenrum. Und dann werden wir praktisch die Häuser aus dem Holz irgendwie gestalten. Wie gesagt, wie viele NPCs waren das? 13 oder... Das müssen 13... Ja, Professions sein. Uff. Mal kurz mal auszählen hier. Und dann fangen wir auf der Seite an, weil da haben wir schon mal zumindest den Mittelblock markiert. Wir haben zu jeder Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aber der Turm wird ja auch eine gewisse Breite haben. Sag mal. So breit zumindest. Doch breiter würde ich es nicht machen, weil. Oder? Vielleicht sogar bis hier. Aber das ist eigentlich schon fast zu dick, oder? Ja, das wird zu fett. Wir wollen es ja nicht ganz übertreiben. Ich meine, da wird auch noch ein bisschen hier in die Richtung rausgehen, der Turm. Es ist ja nur, dass hier so einmal grob abgesteckt ist. Achso, nee, Moment, Moment. Nee, 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 der muss doch weiter hier rausgehen. Aber wir machen ihn mal hier so hin. Weil hier ist ja... praktisch direkt der Forst, also hier ist ja keine Ebene, wo man laufen kann.
und soll sich ja schon auf den Türmen auch bewegen können. Dann setze ich mal eins weiter raus. Ist gar nicht eins weiter rausgesetzt, passt. Ja, muss man gucken, ob das so funktioniert. Sind wir einfach so abgesteckt? Mitten müssen wir dann irgendwie hier rein. So, hier wird eine Mauer sein. Das hat sich jetzt irgendwie ungewollt gereimt. Also hier, hier wird eine Mauer bleiben auf jeden Fall. Das ist doch, doch. Das heißt hier drin. Ich baue es mal so, dass kein Platz hinter der, also zwischen Hütte und Mauer ist, sondern das einfach halt direkt anschließt. Macht das Sinn? Es werden nicht die schönsten Häuser, es werden sie nicht mit fancy Dächern und sonstigen werden, die werden halt sehr, sehr kompakt, sehr, mehr funktionell werden, sag ich mal. Jetzt müsste man eigentlich mal alles komplett auszählen und ausrechnen, wie das hier am besten reinpassen würde. Bevor ich jetzt hier wild das Bauen anfange. Schwierig. Ich will nicht anfangen. Warte mal, die Eckhäuser sind ja auch problematisch. Achso, und noch ein Punkt, der mir jetzt gerade einfällt. Ich will das ja auch so haben, dass die NPCs ja immer erreichbar sind, dass ich ja nicht nur in die Häuser reinrennen muss und so weiter und so fort. Und jedes Mal die NPCs suchen muss. Ach Mist, das macht es ja nochmal schwieriger. Das heißt, ich muss ja eigentlich ja fast schon wie so an Mini-Zellen bauen. Das ist aber auch blöd. Oh, dann machen wir es doch einfach mal so. Wir machen hier eine so eine Seite und da drüben eine so eine Seite. Und hier müssen wir wahrscheinlich sowieso die Treppen rein. Dann geht das vielleicht auch ganz gut auf. Mal so hier hingehen. Da so einen. Geht das denn? Also kriegen wir einen. Eins, zwei. Drei? Nein. Nee, das wird so nicht hinhauen. Nee, das heißt, ich brauche eigentlich immer nur zwei Breite für einen NPC. Ich versuche das jetzt einfach mal so zu machen. Dann wird es zumindest mal aufgehen. So, bis hier. Das heißt, hier kriegen wir rein 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das wäre sogar perfekt fast schon. Und den einen, den kann man da woanders hinpflanzen. Dann wird hier mal ein kleines Bett reinkommen. Und das Tool, was die haben und brauchen. Und dann kann hier der NPC stehen, oder? Kann das funktionieren? Uff, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Hier hinten müssen wir nicht gar nicht mit denen bauen. Die müssen wir eigentlich auch gar nicht hier rein setzen. Das ist echt nur Wand rein, genau. Die sieht man ja gar nicht hier hinten. Sparen wir uns die einfach. Wieder kleiner Fisch am Bau, aber das ist in Ordnung. So. Halt. Und so. So. Genau, die vorderen hier werden wir schon brauchen. Okay, ich markiere mir das immer so. Es kann natürlich sein, dass ich einen ganz, ganz großen Mist gerade eben baue. Da werden bestimmt einige sich schon wieder die Hände beim Kopf zusammenschlagen. Was tut der Typ da? Das weiß ich selber nicht. Machen wir das alles mal so. So, ich muss mal ganz kurz einen Schluck Kaffee trinken. Ich habe einen frischen Kaffee gemacht, bevor der jetzt kalt wird. Ein Schlückchen Kaffee gönnen.
gönnen, wollte ich sagen. Das ist natürlich mit so Projekten wie Hogwarts Legacy oder halt auch Starfield aktuell ein bisschen einfacher. Da kann man immer, wenn die NPCs Dialoge haben oder so, kann man mal schön nebenbei trinken. Das bietet Minecraft halt nicht so, ne? Oh Leute, ich habe keine Ahnung, was ich hier tue, ey. Ohne Witz, das... Das wird ein Chaos, ich sag's euch. Ja, vielleicht wird's ja ganz cool. Vielleicht wird es ja ganz cool. Also Deckenhöhe würde ich wieder mit Half-Slabs machen, dann haben die so ein bisschen mehr Luft da nach oben. Und es wird auch schon wieder dunkel. Machen wir das denn? Ich glaube am besten hier so einen Zaun hin. Also Bett, Tool, Zaun. Müsste ja eigentlich reichen, so eine Viererdecke, oder? Ich bin mir wirklich unsicher. Aber damit wir das irgendwie hinbekommen, werden wir jetzt gleich einfach irgendeinen dieser NPCs da drüben mal einfach aus einem der Häuser rausziehen. Und hier rein verfrachten. Aber platzmäßig, glaube ich, geht's gut auf. Wenn wir dasselbe hier auch nochmal bauen, dann ist der Platz, glaube ich, ganz gut genutzt hier innen drin. Und wenn dann hier außen eben die dicken Türme stehen, und wenn auch die Mauer ja auch ein bisschen hier rausgeht, dann, ich glaub, dann wird es okay sein. Hoffe ich mal. Ich weiß mal nicht zu viele, falls es eben nicht funktioniert, was ich vorhabe. Genau, Spruce Fence, perfekt. Eine Menge weiße Wolle, dann kriegen die, ja, kriegen sie halt weiße Betten. Ist halt so. Achso, wir haben hier noch ein Bett stehen. Ah. Ganz vergessen. Dann setzen wir jetzt einfach mal... Nee, Moment. So, so. Und so. Hier müsst ihr eigentlich auch... Muss mal was gucken. Das cooler ausschaut, wenn wir das hier nicht so machen. Ja, da ist ein bisschen Akzent reingesetzt. Genau, die hier würden in der die Zäune hinkommen. Das wird schwierig, den da reinzubekommen. Dass der auch da drin bleibt, ohne dass er uns abhaut. Wie funktioniert das, dass die einen Beruf annehmen? Ich meine, die haben ja teilweise hier Berufe. Wir brauchen einen, der keinen Beruf hat und der kann den dann da annehmen, richtig? Achso, ansonsten müssen wir einfach einem hier irgendwas zerstören in einem der Häuser. Ich meine, ich würde einfach mal den hier ausprobieren, der sowieso da nur in der Ecke drin hockt. Der ist auch am nächsten hier dran. So, was... Oh, ich habe eine Sache vergessen. Ich muss mal ganz kurz raustappen. Und zwar, ich bleibe aber ganz kurz bei euch. Um kurz zu gucken, was nämlich die Berufe sind von denen. Ich habe hier Villager, so. Im Minecraft-Wiki. Welchen brauche ich denn? Ich würde unbedingt den... Wie heißt der... Librarian eigentlich haben. Ich glaube, das ist der, den ich unbedingt brauche. Und der braucht einen Lectern. Können wir das denn schon bauen? Bestimmt, oder? Ah, wir brauchen ein Bücherregal. Mist. Das haben wir jetzt natürlich nicht hier. Naja, dann machen wir es mit einem, mit dem wir einfach erstmal ausprobieren können. Ja, dann nehmen wir einfach irgendeinen, den wir hier schon... Ach, nehmen wir einfach ihn mit seinem Blast Furnace hier sowieso. Der fehlt ihm ja sowieso hier drin. Genau. Du kannst ja eh nichts machen hier. Dann gönnen wir uns kurz deinen Blast Furnace. Dann haust du auch sofort ab, jawohl. Genau, so habe ich mir das gedacht. So, kann ich dich anleinen? Kann ich gar nicht. Ah, okay. Okay, 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 okay. Jetzt hat er einen anderen Beruf angenommen, weil hier das Ding rumsteht. Dann können wir das aber ganz easy. Moment, wir können ja immer hier das Ding hier reinsetzen. Dann reißen wir vorne das gleich ab, das Teil. Und dann müsste der ja eigentlich hier reinspazieren, ne? So, also, jetzt geben wir mal das Bett hin. Ich dachte, ich kann hier mit den Leinen daher nehmen. Also. Ja, genau, er rennt einfach dahin. Ja, 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 das ist ja wunderbar. Oh. Ich hoffe nur, er kann da nicht... er kann da jetzt auf jeden Fall nicht mehr raus. Okay, er nimmt Kohle für Emeralds und Emeralds für Iron Leggings. Naja. Muss halt eigentlich mal runtergehen von dem Ofen, damit wir da oben eine Decke reinzimmern können, ne? Also so, glaube ich, haben wir keine Decke rein. Okay.
Okay, Moment. Dann brauchen wir ganz kurz einmal unsere Erztreppe hier. Zack, zack. Dann machen wir hier mal dicht. Ich glaube, hier wird es auch reichen, wenn wir auch hier mit dicht machen. Genau, aber hier kommt er ja nicht raus. Das ist ausreichend. Kann ich die jetzt irgendwie da runterschieben vielleicht? Ohne, dass ich hier selber reinplumpse. Wir müssen ja auch vor Zombies und sowas schützen, deswegen... Ja, ich hoffe, dass er halt nur hier halt auf der Ecke dann rumsteht. Kann der das noch, wenn er aufs Bett geht? Kann ich dich da irgendwie rüberschieben? Ja, das war schon gut. Folgst du uns? Nein, folgst du nicht. Ja, das sehe ich auch so. Schwierig. Okay, wir wissen fürs nächste Mal, wir müssen vielleicht die Decke jetzt früher reinzimmern. Und dass wir den dann auf die Ecke da bekommen. Aber hey, wir haben unseren ersten NPC mehr oder weniger. Ist doch schon mal was. Ist ein Anfang. Ich glaube, spätestens wenn es Nacht ist, können wir die Decke hier zumachen, weil er dann sowieso schlafen geht. Dann sollte das hier auch passen. Und ich glaube, wenn... Moment. Nein. Bleib da. Jawohl, das ist schon mal gut. Aber hier. Ah, okay. Ich hab jetzt Angst, wenn ich hier zumachen würde, dass er Schaden bekommt, wenn er hier mit dem Bett falsch spawnt. Das ist schlecht. Vielleicht müssen wir es eins höher machen, die Decke. Eventuell das Bett sogar in den Boden setzen. Dass die praktisch hier so ebenerdig schlafen, dass wir einfach das Bett auf... Geht das denn? Das teste ich jetzt mal kurz. Kann man da ein Bett draufstellen? Dass es auch in der Ebene unten ist, aber ich glaube nicht. Moment. Wolle. So. Und testen, aber ich glaube, das wird nicht funktionieren, weil ich glaube, das Bett kann man nicht als irgendwie so einen Top-Half-Slap nutzen. Nee, das geht nicht. Was halt gehen würde, ist das Bett praktisch hier unten rein. So. Dann würde aber... Naja, das schaut aber blöd aus. Also das würde ich ungern so machen, außer es geht nicht anders. Oh, da kommt eigentlich direkt auch... Oh Gott. Ich wieder mit der Schaufel. Großes Talent bewiesen. Können wir ja schon mal so ein bisschen anfangen hier. Das ist ja total geil jetzt. Freut mich gerade richtig, dass das eventuell doch so... Jawohl. Nee, warte, wir brauchen nur zwei Villager hier. Weil sobald die sich immer vermehrt haben irgendwie, dann können die zu den anderen Dingern laufen. Das heißt, wir müssen eigentlich zwei irgendwo hier in einem Zaun einsperren, die dann ganz viele Nachfahren zeugen und genau, so der Plan. Jetzt muss man eigentlich warten, bis es Nacht wird, ne? Sonst kann ich das nicht ausprobieren. So ein Bett setze ich mir auch gleich hier hin, damit wir dann direkt schlafen gehen können, wenn es Nacht ist. Und dann auch zur Not, wenn er aufsteht und hier Schaden bekommt, ihn retten können. Das wird jetzt ein bisschen ausprobiert werden müssen. Aber wenn alles gut geht, dann wäre das auf jeden Fall schon mal ein kleiner Erfolg. Ich will jetzt auch wieder nicht Nacht, Mann. Genau, jetzt dauert es, bis es Nacht wird. Ja, dann machen wir schon mal Folgendes. Wir machen einfach schon mal hier alle Sachen in der Vorbereitung. Zack, zack, halt, wir haben noch hier normales Holz, jawohl. Einmal hier rein. Lalalala. So, nämlich. So, dann ist zumindest das schon mal so ein bisschen vorbereitet. Wir können ja auch schon versuchen, hier die Decken reinzumachen. Obwohl, ich würde damit fast noch warten. Lassen wir jetzt mal so. Das müssen wir jetzt einfach ausprobieren, ob das funktioniert. Das werden wir nicht mehr diese Folge leider schaffen. Weil es sind schon mal 20 Minuten rum. Das ist ärgerlich. Naja, das werden wir dann gleich in der nächsten Folge ausprobieren. Ich bedanke mich schon mal vielmals fürs Zuschauen. Und mit etwas Glück funktioniert das hier, was ich hier vorhabe. Wir müssen natürlich alles noch ein bisschen schöner machen und so weiter und so fort.
Aber das hat noch Zeit, da kommen wir noch hin. Erstmal Funktionalität, dann kommt das Schöne, wie ich immer so gerne sag. Naja, dann bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut. Tschüss.